Hättest du mal geschossen, du Fettsack. Glaub mir, du solltest meinen Rat annehmen. Immerhin habe ich Michael Chiklis geraten, enge Shorts zu tragen. Ich sage Ihnen alles, was Sie wollen, aber halten Sie mir Ihre Brüste nicht ins Gesicht. Weißt du den Unterschied zwischen dir und mir, du Ratte? Egal wie muskulös ich werde niemals muskulös sein. Der Reisekanal präsentiert mit dem Rucksack durch Europa mit einem krummbeinigen Mann in kurzen Shorts. Hallo, kommt! Sehen wir uns ein paar schöne Ausblicke an. Hallo Baum, danke für deinen Schatten. Hallo Berglöwe, danke, dass du die örtliche Rattenpopulation niedrig hältst. Hallo Windmühle, danke für den Käseritt und dass du mir die Eier kühlst. Nächste Woche Schnellzüge. Hallo! Und nun wieder der Soldat James Ryan präsentiert... Und nun wieder der Soldat James Ryan, präsentiert ohne Werbepause von Gillette. Für das beste Mann. Hallo, multiethnische Freunde. Wollen wir was unternehmen? Schnitt, 5 Minuten Pause, sagt meinem Assistenten. Ich bin wieder mit einem Kondom eingeschlafen. Ich brauche eine Schere im Wohnwagen. Okay, ich ruf dich nachher an. Bis dann. Hör zu, das war meine Mom. Daddy hat sich das Bein gebrochen. Wie denn? Er hatte wohl einen Unfall im Einkaufszentrum. Carter, bitte hör auf damit. Wir müssen dir neue Korthosen kaufen. Die anderen Jungs tragen auch keine Korthosen. Ich will eine Latzhose. Du wirst dir dabei noch wehtun. Nein, ich bin der Rolltreppen-Champion. Au, das ist deine Schuld, verdammt. Hol den piepsenden Wagen, der die fetten Schwarzen rumfährt. Da hat Babs jetzt ganz schön was um die Ohren. Naja, Mom kann sich nicht um ihn kümmern. Sie ist gerade bei einem Fotoshooting für das Venenmagazin. Das Gebettele um meine Aufmerksamkeit, die nächtlichen Anrufe, die Fernsehspots. Glenn Quagmire behauptet, ein guter Freund von Joe Swanson zu sein. Aber würde ein guter Freund einen Laubbläser 4 Monate lang nicht zurückgeben, während die Blätter fallen... Ich bin Peter Griffin und ich bin für das hier in einen Fernsehsender eingebrochen. Wer ist der Kerl? Also, ihr beide habt mir keine andere Wahl gelassen. Ich muss mich für einen entscheiden. Ich entscheide mich für Quagmire. Was? Am Arsch! Tut mir leid, Peter. Quagmire ist in ziemlich schwierigen Zeiten für mich da gewesen und er war immer ein guter Patenonkel für Susie. Da ist ja meine kleine Schmusi-Susi. Aber ich liebe Susie mehr. Komm her, Susi. Onkel Peter will ein Prusterchen machen. Peter, das solltest du etwas weiter oben machen. Hab meine Augen zu früh zugemacht. Oh, Tag. Ist Dylan da hinten? Tut mir leid, Brian. Dylan sagte, er will sie nicht mehr sehen. Wir dürfen sie nicht reinlassen. Wissen Sie was? Mir tut es auch leid. Was denn? Das hier! Das hätte vielleicht geklappt, wenn du nicht gebrüllt hättest. Das hier! Das hat irgendwie angedeutet, was du vorhattest. Ach, es hat keinen Sinn. Die werden uns nie reinlassen. Hey, Dad, hast du was vor? Ich dachte, wir könnten etwas Zeit miteinander verbringen. Okay, bist du ein Fernseher oder das Internet? Nein. Oh, dann nein, nein, danke. Bist du sicher? Es liegt ein verlängertes Wochenende vor uns und ich dachte mir, wir könnten endlich angeln gehen, wie wir es immer wollten. Ah, tut mir leid, Chris, ich kann nicht. Ich habe Verrücktheitstraining. Windräder in meinem Kopf! Stimmen!